Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen. Hier ist der Eurobass und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ja, ich habe ein cooles Video, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Leider muss ich dazu sagen, im Vorfeld jetzt schon, dass die Qualität nicht so berauschend ist, weil ich beschissenes Licht hatte und das wird aber beim nächsten Mal ausgebessert. Ja, falls es ein nächstes Mal geben wird, das hat euch überlassen, ja, ob es ein nächstes Video zu der Geschichte gibt. Ich werde euch Geschichten vortragen. Wie das alles ablaufen wird, erkläre ich euch im Video. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Auge. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur ersten Ausgabe der Lesestunde Community Speaks. Ihr habt die Worte vorgegeben im Livestream und ich werde sie euch hier in fertiger Geschichte präsentieren. In dem Buch der Bücher, wo die Geschichten drin stehen, die ihr euch ausdenkt. Wir beginnen mit Kapitel 1. Kapitel 1, Eurobass und das Bier. Es war einmal ein kleiner Eurobass, der spielte fröhlich Schmetterfield. Dabei trank er oft ein Bier. Doch eines Abends übertrieb es der kleine Eurobass mit seinem Bier. Er war so betrunken, dass er anfing zu flirten. Eigentlich gingen seine Flirtversuche an Suki. Aber er bemerkte in seinem Suff nicht, dass er mit Rippchen sprach. Mit Rippchen sprach. Da Rippchen aber mit seiner Katze beschäftigt war, spendete er ihm keine Aufmerksamkeit. Nein. Am nächsten Morgen, als Eurobass vor seinem PC wach wurde, vernahm er einen starken Fischgeruch. Oh ja. Er wunderte sich, woher der Geruch wohl kommen mag. Er suchte seine gesamte Wohnung ab. Immer und immer wieder. Doch er fand nichts, was ihn beinahe verrückt machen ließ. So langsam hatte er Angst, dass der Geruch von ihm kam. Also ging er ins Badezimmer, um sich zu duschen. Als er im Badezimmer ankam, dachte er sich, ich muss kacken. Darum setzte er sich mit dem Arsch auf die Schüssel und ging seinem Geschäft nach. Plötzlich bemerkte er, dass sein Lieblingsklopapier, das mit den kleinen Granaten, komplett zerbröselt war. Da Eurobass sonst kein Klopapier mehr im Haus hatte, musste er improvisieren. Er benutzte Wattestäbchen. Oh ja, Wattestäbchen. Eurobass spült und geht duschen. Doch auf einmal kam ihm ein Gedanke. Wie zur Hölle soll ich das Wort Kapitalismus in dieser völlig bescheuerten Geschichte einbauen? Und was zur Hölle hat sich Rippchen, aka der Typ, der das hier geschrieben hat, da nur ausgedacht? Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt seid ihr am Zug. Schreibt unter diesem Video in die Kommentare willkürliche Worte. Jeder nur eins. Ja? Ich werde die Worte, wie ihr sie in Reihenfolge schreibt, an Rippchen weiterleiten. Reihenfolge Zeichensprache. Ich weiß, kann. Ja? Ich werde sie weiterleiten an Rippchen. Rippchen wird sich dazu eine Geschichte ausdenken. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie die Kommentare angezeigt werden. Ja? Diese Geschichte werde ich euch dann in der nächsten Episode vortragen. Gebt ein Däumchen auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Und vergesst nicht, wenn das Klopapier alle ist, Wattestäbchen können helfen. Tschüss!